Hallo zusammen. Ich habe mir auch ein neues Spielzeug gekauft und deswegen werden wir heute auch mal von mir ein paar Motoren testen. Anfangen werden wir hiermit. Das ist ein Motor von Toro, ein Sechspoler mit 2400 kV. Weil das ein Sechspoler ist, tun wir hiermit anfangen. Also, 2259 kV hat er und soll 2400 haben. Ich werde mir das gerade mal notieren. Ich habe mir nämlich eine Liste gemacht. Hier stehen nämlich ein paar Motoren drauf, die werden wir alle testen. So, und dann machen wir gleich mit dem nächsten Motor weiter. So, als nächstes haben wir einen Motor von GULL RC. So, manche Motoren, die tue ich mir beschriften, weil je nachdem, wo die verbaut sind, dann kann man hinten das nicht lesen. Deswegen die Aufkleber. Das ist ein Vierpoler. Der soll 2650 kV haben. So, der hat 2486 kV. Das werden wir jetzt auch notieren und dann geht's gleich weiter. Jetzt kommt ein Motor von Surpass Hobby und zwar der Rocket. Das sind vier Poler mit 1900 kV. Das ist eigentlich ein Bootmotor, so wie es auch hier drauf steht. Der ist allerdings, falls man den Zweck entfremden will, für Offroad weniger geeignet.
1912. Der macht also mehr Umdrehungen, wie er eigentlich soll. Oder wie er haben soll. Das werden wir jetzt auch notieren. Und dann geht es gleich weiter. Jetzt kommt mein einmal BLX Motor. Das ist ein 2050 kV. Und der hat jetzt 1946 kV geschafft. Das werden wir auch notieren. Und dann geht es gleich weiter. Jetzt kommt ein Hobbywing Motor, ein Edsrun 2200 kV. Und hier haben wir 2097 kV. Das werden wir auch notieren. Und dann geht es gleich weiter. Jetzt kommt der TP Power Motor. Das ist ein 2450 kV. Das sieht auch gut aus. Der macht so ziemlich genau das, was der soll. So, das werden wir jetzt auch mal notieren. So, und zum Schluss kommt ein Mamba Monster Motor von Castle. Das ist ein... Ne, steht's. Fokus, das ist ein 2650 kV, das ist ein ganz neuer Motor, den müssen wir noch Probe fahren.
Und der macht ganz genau 2600 kV. So, das waren meine Motoren. Und jetzt zum Schluss gucken wir uns nochmal das Ganze an, was wir hier notiert haben. Damit nehme ich jetzt mal einen schönen Vergleich. Was jetzt am besten abgeschnitten hat von den Motoren, die ich jetzt hier hatte, das war der Surpass Hobby Motor. Der macht ein paar Umdrehungen mehr wie Angabe. Der TP Power Motor, der macht so ziemlich das, wie er angegeben wird. Und dann kommt der Mamba Monster Motor. Der erreicht fast seine Drehzahl. Und die ganzen anderen Motoren, die haben all zwischen 100 und 160 kV, die da quasi noch fehlen würden. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.